So, willkommen zurück zu Binding of Isaac. Bei der letzten Runde haben wir es ja geschafft, mit dem blauen Baby in die Kathedrale zu kommen. Und heute werden wir mal mit dem lieben Judas versuchen, nochmal ins Sheol zu kommen. Denn da können wir auch noch ein Item freischalten. Was gibt's zu Judas zu sagen? Judas startet mit dem Book of Belial, nur einem Herz, zwei Speed, zwei Shot Speed, vier Schadenspunkten, zwei Range. Hat also am Anfang schon ziemlich viel Schadensoutput. Startet noch mit drei Münzen am Anfang, anders als manche andere Charaktere, wie Kane zum Beispiel. Er startet ja auch nur mit einer Münze. Oder ja, jeder Charakter hat immer noch so ein kleines Item noch am Anfang mit dabei. Das Book of Belial hat zwei Räume Aufladungszeit. Wir können damit unseren Schaden erhöhen für den Raum, wo wir jetzt gerade sind. Ist ziemlich cool. Man muss halt mit Judas ziemlich am Anfang aufpassen, dass man nicht, ja, gerade von solchen Gegnern sollte man richtig aufpassen. Denn wenn man von denen getroffen wird, ist man dann einfach mal instant tot. Ja, also ich weiß nicht, was heute los ist oder überhaupt in den letzten Runs, aber irgendwie scheint hier unser Fetus, vor allem ist das auch noch der Epic-Fetus. Ja, gut. Ich habe eigentlich gehofft, wir machen jetzt mal keine Runde. Oh, das wäre jetzt schlimm gewesen. Das wäre jetzt schlimm gewesen, wenn der jetzt getroffen hätte. Ja gut, das ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich. Wird natürlich jetzt wieder ein ziemlich einfacher Run, denke ich mal. Aber wir gucken mal. Vielleicht gehen wir ja auch gar nicht in die Kathedrale. In das Sheol. Weil wenn wir nämlich jetzt sogar in die Kathedrale kommen könnten, wäre es viel geiler. Naja, wir gucken mal. Wir gucken mal. Also in den letzten paar Runs immer mal wieder Fetus bekommen, das ist natürlich... Oh, ne, den wollen wir nicht wegsprengen. Dem wollen wir gleich mal ein paar Münzen geben. Zack. Vielleicht mal hier aufsprengen. Nix da. Ja, das ist natürlich, also ein besseres Item kannst du natürlich hier für den Anfang nicht geben. Nicht nur für den Anfang, das ist... Also Epic Fetus. Oh, wir haben direkt das Polaroid. Brauchen wir eigentlich nicht, aber können wir ja mal mitnehmen. Ein besseres Item als Epic Fetus gibt es, glaube ich, auch echt kaum. Denn Lenkraketen, ja, brauche ich glaube ich nicht mehr viel zu sagen. Lenkraketen sind halt echt ziemlich evil. So, wir gehen direkt mal zum Boss hier. Dann machen wir den mal als erstes platt hier pin. Zack. Hau rein. Hundefutter, her damit, oder Lunch. Wir machen jetzt mal einen richtigen Speedrun. Vielleicht schalten wir auch mal hier unser Achievement frei, dass wir keinen Schaden nehmen. In den unteren Ebenen. Das wäre ja mal was. Nochmal Hundefutter hier, zack. Ne, Desert. Oder Dessert, eher gesagt. Ja, den Geist, den nehmen wir mit. Den nehmen wir mal mit. So ein paar... Wobei wir den eigentlich auch nicht brauchen, also... Naja... Egal, jetzt haben wir ihn mitgenommen, ist auch okay. Weil wir haben ja mit unseren Bomben sowieso Lenkraketen, also von daher ist das eigentlich schwachsinnig gewesen. Aber gut. So, wir müssen natürlich aufpassen, dass wir uns nicht selber treffen hier mit den scheiß Bomben. Aber das hatte ich auch, glaube ich, noch nie. Also, in einem Secret-Raum Epic-Fetus drin zu haben, die Chance ist schon echt ziemlich gering. Also da muss man schon echt ziemlich viel Glück haben. So, wann haben wir hier die Black Bean? Nehmen wir mit. Immer wenn wir getroffen werden, machen wir einen Furz. Steht ja auch unten rechts, stand ja auch Panic Farts. Macht ein bisschen Schaden. Vergiftet die Gegner, glaube ich, auch, soweit ich weiß. Wir sollten vielleicht mal hier auf den Rand aufsprengen. Okay, nichts da. Ja, das sollte eigentlich diesmal kein Problem sein, denke ich mal. Hier durch das Sheol zu kommen. So, zack. Jawohl. Wir kriegen aber auch ziemlich viele blaue Herzen hier irgendwie heute. So, was haben wir hier? Forget me now. Ja, gut. Das könnten wir eigentlich mitnehmen. Ja, wir könnten jetzt eigentlich die Ebene nochmal neu machen. Das machen wir auch, glaube ich. Ja, das machen wir. Zack, sind nochmal in Basement 1 und habe nochmal Curse of the Labyrinth. Jetzt können wir alles nochmal neu machen. Ja, da wurden wir schon getroffen. Nochmal getroffen. Aber wenigstens ist das hier gerade mal die erste Ebene. Was haben wir hier? Den Scheißhaufen. Sehr schön. Super tolles Item, wie man sieht. Man legt einen Kackehaufen auf den Boden. Klasse. Ich kann mir nichts Tolleres vorstellen.
Was haben wir hier drin? Mom's Heals. Jawohl. Boah, wir scheinen hier aber heute ordentlich Items zu kriegen. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber... Jetzt finden wir schon in den Goldkisten hier, auch tolle Items. Zack. Aufpassen, dass wir nicht getroffen werden. Kackehaufen. Tschüss. Pinky Eye. Können wir mal mitnehmen. Ich weiß gar nicht, ob das auch auf unsere Bomben sich bezieht. Zack. Da ist auch direkt der Bossraum. Den nehmen wir auch mal mit. Haben wir hier. Schlüssel, Bomben. Bomben brauchen wir vor allen Dingen. Ja, ganz dringend. Und wir haben wieder Pin. Tschüss, Pin. Tears up, okay. Und was haben wir noch hier? Der Gurdy. Bin ich gerade echt in den... Oh Mann. Gut, er ist auch weg. Tears up nochmal. Zack, her damit. Ich weiß gar nicht, ob er das... Ich glaube, um unser Attack Speed, ja, unser Shot Speed wird tatsächlich höher. Kann mit der Maus natürlich, hier kann man, man sieht es, ein bisschen besser lenken, weil man dann ein bisschen präziser lenken kann, aber das soll jetzt auch egal sein. Wollen wir uns ja nicht mehr beschweren hier. So, wo gehen wir denn mal lang? Hier oben können wir nochmal aufspringen. Gut, hier ist nix. So. Gehen wir weiter oben lang. Hier haben wir noch eine Kiste. Mein Gott, heute ist aber auch hier echt ein Tag, ey. Also. Ist aber auch ganz schön glücklich hier alles, was wir hier bekommen. Bumm. Jetzt kriegen wir schon in jeder Kiste hier, in jeder goldenen Kiste kriegen wir jetzt hier schon tolle Items. Zack, geh weg. Sehr schön. So, du gehst auch kaputt. So, dann müsste ja jetzt hier mal langsam eine Goldkiste kommen. Ich hoffe doch mal. Oder vielleicht mal der ein oder andere Secret Raum. Zack, her damit, sehr schön. Oh, da ist er doch. Da ist er doch. Zack, her damit. Münzen. Münzen können wir immer gebrauchen. Und hier ist er doch, der Goldraum. Mm. Okay, Anarchisten-Kochbuch. Besser als nix. Nochmal mehr Bomben. Haben wir noch nicht genug. So, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal in den Shop gucken. Denn, ja, da ist ja auch noch was. Kann ja auch noch was Tolles drin sein. Wenn da nicht gerade der Greed drin sein sollte. Aber wir gucken mal nach. Und es ist Mom's Coin. Ne, Mom's Purse einfach nur. Mom's Handtasche. Wir können jetzt zwei Trinkets benutzen. Das heißt, wir könnten uns jetzt theoretisch noch hier unten das Polaroid schnell holen. Aber das brauchen wir sowieso nicht, weil das Polaroid hat keine wirkliche Fähigkeit. Also was heißt Fähigkeit? Das ist auch wieder Schwachsinn eigentlich. Das hat keine andere Funktion. Denn, wir kommen damit nur in die Kiste rein, wenn wir das dem kleinen Isaac bringen. Wir könnten, denke ich mal, mit Epic Fetus auch die Kathedrale wieder machen. Das wäre, denke ich mal, auch kein Problem. Aber ich möchte jetzt auf jeden Fall, denke ich mal, eher zuerst hier das Sheol komplett beenden mit allen Charakteren. Und jetzt sind wir ja in den unteren Ebenen. Jetzt gucke ich mal, dass ich vielleicht nicht getroffen werde. Und dann, ja, dass wir dann noch ein Achievement freischalten. Wäre ja nicht schlecht. Mein Gott, heute ist aber auch echt hier ein glücklicher Tag. Guppies Tail haben wir hier noch schön bekommen. Sieht man jetzt leider nicht an unserem kleinen Geist. Zack. Spring weg. Sehr gut. So. Wir brauchen ja sowieso noch einen Schlüssel. Haben wir nicht. So, hier ist ein Secret-Raum. So können wir uns den Schlüssel natürlich auch sparen. So, diese Räume darf man natürlich auch nicht benutzen. Wollte cool gerade sagen, ey. Gehst du auf? Ja. Jetzt haben wir noch die Bohne. Wir haben ja, glaube ich, die Black Bean und die Bohne. Das heißt, wenn wir getroffen werden, kommt ja dieser Furz. Und wenn wir Leertaste drücken, machen wir auch nochmal diesen Furz. Oh, ich muss aufpassen, dass ich mich nicht selber töte hier mit der Bombe. Ja, da können wir nicht rein. Das können wir nicht aufmachen. Oh Gott, rein können wir da sowieso nicht in die Kiste. Das wäre mir auch neu. So. Zack, was haben wir hier? Two of Clubs. Können wir unsere Bomben verdoppeln.
Macht jetzt nicht wirklich so viel Sinn. So, dann wollen wir mal gucken. Zack. Oh, jetzt kriege ich vielleicht Schaden, oder? Ne, doch nicht. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So, dann wollen wir mal zum Boss gehen. Was haben wir hier für einen Boss? Okay, das könnte ein bisschen ärgerlich werden. Oder auch nicht. Und wir haben Bruder Bobby. Yay. Ab in die nächste Ebene. Wir könnten zwar noch den Shop aufmachen, aber brauchen wir nicht. Zack. So, wenn wir jetzt die Caves noch schaffen, ohne... Curse of the Lost, okay. Wenn wir jetzt die Caves schaffen, ohne getroffen zu werden, das wäre doch mal was. Was haben wir hier? They grow inside, okay. Das heißt, wenn wir jetzt getroffen werden, furzen wir, machen Gift auf die Gegner nochmal durch They Grow... Ach ne, durch They Grow Inside kommen und fliegen, glaube ich. Zack. Ihr seid auch tot. So, dann gehen wir zuallererst, wenn wir den Bossraum finden sollten, gehen wir zuallererst zum Bossraum. Denn wenn, sobald wir den Bossraum geschafft haben, haben wir dann automatisch auch das Achievement. Okay. Ah, das ärgert mich jetzt ein wenig. Ein wenig ärgert mich das jetzt. Ah, das war echt nicht cool. Ah, ich hätte gerne dieses Achievement gehabt. Diese dummen Fliegen. Diese dummen Fliegen. Gut, kann man nicht ändern. Vielleicht versuchen wir es gleich nochmal in den anderen zwei Ebenen. Da wird es natürlich noch um einiges schwieriger, aber heißt ja nichts. Können wir ja trotzdem schaffen. Weil es schwieriger wird, heißt es ja nicht, dass wir das nicht schaffen können. Mal gucken, ob hier Secret-Raum ist. Nope! Vielleicht... Ah, vielleicht am Shop. Nope. Wir könnten eigentlich mal hier schauen. Da oben liegt noch eine Münze. Warum habe ich die hier nicht mitgenommen? Sondern der Scheiß. Egal, wir gehen jetzt erstmal hier unten lang. Dann haben wir hier, zack. Geht kaputt. Gut, so. Secret-Raum ist nirgendwo, okay. Gut, das läuft doch langsam hier. Ja, also ich mache mir eigentlich keine Gedanken hier mit Epic Fetus. Kommt man eigentlich immer durch. Da braucht man sich wirklich echt keine Gedanken machen. Das wird hier ein ganz genüsslicher Speedrun, kann man sagen. Also in den Goldkisten haben wir ja tatsächlich nur supergeile Items gefunden bis jetzt. Hier nochmal aufsprengen. Okay. Hier oben vielleicht nochmal. Ach, da ist ja einer. Sehr schön. Weiter geht's. Bumm. Oh, diesmal war nur Scheiß drin, okay. So, jetzt machen wir die Fliege noch kaputt. Das ist aber, glaube ich, das einzige Mal, dass wir hier Schaden genommen haben in der Ebene. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Dieses kein Schaden nehmen Achievement gibt es übrigens in jeder Ebene. Sprich, ja auch bei unten in der Womp-Ebene, wo es ziemlich schwer ist, keinen Schaden zu bekommen, gibt es das auch. Bei dem Boss hätten wir, glaube ich, geschafft, ohne Schaden zu nehmen. Ja, den hätten wir auf jeden Fall geschafft. So, was haben wir hier? Die Box, da spawnen Items, Random Items. Immer so ein paar Münzen und ein bisschen was. Flat Penny, wir können ja eh zwei Trinkets mitnehmen. Two of Spades, können wir unsere Schlüssel verdoppeln. Und was haben wir hier? Bombs, Aki, ja. Besser kann es nicht sein, würde ich sagen. Das Knife nehmen wir lieber nicht mit, denn dann haben wir unseren Epic-Fetus nicht mehr. Das Razor Blade, ja, damit machen wir uns selber Schaden und fügen allen Gegnern in dem Raum Schaden zu. Ist jetzt auch nicht schlecht, aber... So, wir wollen natürlich wieder versuchen, hier durchzukommen. Der Flat Penny spawnt übrigens einen Schlüssel. Oder hat eine Chance, einen Schlüssel zu spawnen, wenn wir eine Münze aufheben. Jawohl, Eve's Birdfoot nehmen wir mit. Und das Pinky Eye nehmen wir mit. Sehr gut. Eve's Birdfoot hat eine Chance, wenn wir Schaden verursachen, dass unser Vogel kommt von der Eve. Ja, so läuft das, denke ich mal, hier. Easy going. Ja, man sieht schon. Wir verursachen Schaden und es kommt der Birdfoot. So, wir werden jetzt mal, denke ich, versuchen, hier sofort durchzurennen, so schnell wie möglich. Denn wir brauchen eigentlich gar nicht großartig rumspielen.
mit den Gegnern. Zack, Schlüssel. Guppi-Set. Können wir eigentlich mal mitnehmen. Tummy-Set ist das, Entschuldigung. Habe ich mich vertan. Hier haben wir noch einen. Upp. Tummy-Set macht so einen Rundumschuss, kann ich gleich mal zeigen. Bumm. Ist ganz lustig. Vor allen Dingen, weil die Schüsse auch spektral sind. Ist eigentlich ganz cool. So. Zack, sehr schön. So. Sehr gut. Wir müssen auf jeden Fall so schnell wie möglich zum Boss hier. Denn ich will ja hier dieses keinen Schaden nehmen. Keinen Schaden nehmen, Achievement schaffen.